Ein Garten nur für die Kinder aus der Kita Bärenhaus. Dies ist im vergangenen Herbst Wirklichkeit geworden. Und zwar in der Gartenanlage Sommerlust in Güstrow. Ein Kooperationsvertrag zwischen Anlage und Kita macht es möglich. Dieses Projekt Kindergarten im Kindergarten brachte vom NDR außerdem 1.000 Euro. Mit diesem Geld und der Hilfe von Eltern und Erziehern sowie dem Hagebaumarkt Güstrow wurde im November ein Häuschen in die Parzelle gesetzt, außerdem wurde ein Schuppen aufgestellt. Später kamen noch Hochbeete dazu, die dazu notwendigen Paletten gab es von der Firma Benders aus Kritzkow. In denen wachsen und gedeihen inzwischen schon einige Früchte. Unter anderem wurden Tomaten angebaut, aber auch Petersilie und Paprika. Den Kindern macht es viel Freude, diese Pflanzen zu pflegen. Aber es gehört noch viel mehr dazu, wie Erzieherin Ramona berichtet. Jetzt bei den Kleinen, die beobachten, wie die Pflanzen wachsen, beobachten natürlich Obst, wenn wir hier Obst im Garten haben, so wie die Kirschen im Frühjahr. Und ja, die können beobachten die ganze Tierchen, die hier im Garten sind, so wie Käfer und Schnecken. Und also für uns bringt uns immer eine große Freude, im Garten zu kommen und die Natur zu beobachten. Jeden Tag kann im Garten nun eine andere Gruppe den Aufenthalt inmitten der Natur genießen und über Tiere und Pflanzen haben sogar die Kleinsten schon eine ganze Menge gelernt.